Hast du jemals folgenden Spruch gehört? Ein guter Römer kann überall hingehen. Wenn nicht, kein Problem. Was er sagen will, ist, dass wenn du den Römerbrief verstehst, du einen guten Schlüssel in der Tasche hast, um alle anderen Bücher der Bibel zu verstehen. Wir sehen uns nach dem Teaser. Wenn du deine Bibel öffnest und zum Römerbrief willst, musst du das Neue Testament aufschlagen. Aber was du herausfinden wirst, ist, dass es nicht das erste Buch im Neuen Testament ist, sondern nach den Evangelien und der Apostelgeschichte kommt. Warum eigentlich? Nun, das kommt daher, dass die Evangelien beschreiben, wie die Errettung erzielt wurde, durch Jesus' Tod und Auferstehung. Dann erzählt uns die Apostelgeschichte, wie diese Errettung von den Jüngern von Jesus verkündigt wird. Sie gehen hinaus und erzählen allen die gute Nachricht. Aber warum gibt es da noch ein weiteres Buch? Nun, der Römerbrief erklärt, was bei dieser Rettungsaktion am Kreuz passiert ist. Und der Römerbrief erklärt das so, dass es besonders motivierend für diejenigen ist, die bereits an Jesus glauben. Willst du motiviert werden? Wenn du anfängst, den Römerbrief zu lesen, wirst du sofort merken, dass Paulus der Autor ist und an Christen in Rom schreibt. Und tatsächlich scheint er völlig darauf zu brennen, ihnen das Evangelium zu predigen. Das Evangelium Gläubigen predigen? Das ist interessant, nicht wahr? Nun, der Apostel Paulus möchte die Gläubigen in Rom befestigen und ihnen zeigen, wie das Evangelium nicht nur Gottes Liebe zeigt, sondern besonders Gottes Gerechtigkeit offenbart. In Kapitel 1 schreibt er, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aber warum ist Gerechtigkeit so wichtig? Warum belässt er es nicht einfach bei Liebe? So sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Stell dir vor, wenn Gott einen Dieb laufen lässt, wäre er vielleicht gnädig oder lieb, aber nicht gerecht. Diebe müssen zahlen. Zweitens hatte Gott ganz am Anfang der Bibel zu Adam gesagt, wenn du sündigst, wirst du todsicher sterben. Wenn jetzt aber ein Mensch sündigt, ohne zu sterben, dann wäre Gott ein Lügner. Und Gott ist kein Mensch, dass er lügen sollte. Vielleicht denkst du jetzt, wow, Sünde, Tod, Gerechtigkeit, ich kapiere nicht gerade sehr viel. Das ist okay. Alles, was du dir hier merken sollst, ist, dass Gott im Evangelium zeigen will, dass er fair und gerecht ist. Übrigens steckten die Gläubigen in Rom auch ziemlich in den Kinderschuhen und deshalb erklärt Paulus alles Schritt für Schritt. Zuerst fängt es mit dem Problem an, dann zeigt Paulus die Lösung, die einfach der Hammer ist, dann kommt ein kleiner Zwischenteil über Israel, Gottes auserwähltes Volk und am Ende erklärt er sogar, wie man es praktisch ausleben kann. Also Kapitel 1 bis 11 Lehre, Kapitel 12 bis 16 Praxis. Ist nicht so schwer, oder? Okay, cool. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, ihr lieben Freunde, das war auch schon der erste Teil von dem Römerbrief. Wir freuen uns riesig auf diese Römerserie und wenn ihr uns unterstützen wollt, geht einfach auf crosspain.tv. Oder sonst könnt ihr auch einfach einen Kommentar lassen oder liken, mit Freunden teilen und auch euch abonnieren, wenn ihr das wollt. Wir sehen uns im nächsten Video.